Oui, c'est moi. Ich bin's, Pierre. Hey, hab ich mich so verändert, dass du mich nicht mehr erkennst? Es ist immerhin 50 Jahre her. Die an dir scheinbar spurlos vorübergegangen sind. Nein, wirklich. Du bist noch genauso hübsch wie damals. Ich habe dich nie vergessen, ma petite Fleur. Warum hast du denn nicht gesagt, dass du kommst? Und wie hast du mich gefunden? Ach, ich war geschäftlich in Hannover, da habe ich deine Anzeige im Netz gesehen und da wollte ich dich überraschen. Das ist dir gelungen. Was für ein Zufall, dass du in der Nähe warst. Zufall oder Schicksal? Sie müssen Inge sein. Ja. Erikas große Schwester, nicht wahr? Ja. Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee vielleicht? Oh, da sage ich nicht nein. Tut mir alles so leid. Hey, du kannst nicht ahnen, dass Volker von allein drauf gekommen ist, wer deine Mutter wirklich ist. Weißt du, mir tut es leid, dass er vor unserem Vater nicht die Klappe halten konnte und dass er dich in Gefahr gebracht hat. Ich bin so enttäuscht von ihm. Er ist mich richtig angegangen, weil ihr meinetwegen zerstritten seid. Wie, ernsthaft? Ja. Dem Typen ist echt nicht zu helfen. Egal, lass uns nicht weiter über meine Familie reden. Wir haben schon viel zu viel Zeit mit diesem Streit vergeudet. Ab jetzt möchte ich jede Minute mit dir genießen. Aber wie soll das gehen? Ich muss in der Gärtnerei arbeiten und du hier in der Küche. Lass uns blau machen. Deine Kollegen oder Frau van Loon merken das sofort. Nein, nach außen hin muss alles ganz normal aussehen. Dann müssen wir einen Weg finden, wie wir unauffällig Zeit miteinander verbringen können. Findest du nicht auch, dass die Küche Kräuternachschub gebrauchen könnte? Unbedingt. Das kann auf gar keinen Fall warten. Sehe ich genauso. So aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass du Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker, ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen, aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist und obendrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker, lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry? Und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Komm, Ring schon.
Siehst du? Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Ja, ist alles heil geblieben insofern. Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Hm. Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich ja in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschbäume. Das wäre schon schön. In einem Wohnzimmer mit einem offenen Kamin. Den haben wir uns schon vor 20 Jahren gewünscht. Ein bisschen freue ich mich ja schon auf ein neues Leben mit dir und Edda. Frag sie nur, wen ich dann küsse. Heute Nora, das weiß ich. Aber morgen? Marianne, Jutta, Margot. Hauptsache, die nennen die nicht Erich. Was ist, wenn doch? Schickst du mich dann nach Chile? Ja. Nicht mal, wenn sie dir den Namen Max Mustermann verpassen. Da geht's. Hey, halt. Ich hab noch nicht genug. Du drückst dich bloß vom Rückwärts einpacken. Das mach ich doch mit links. Zeig. Daisy. Los. Eigentlich lebe ich in Paris, also in einem Vorort. Aber die meiste Zeit bin ich in meinem Ferienhaus. Am Meer oder in den Bergen? Sowohl als auch. Mein kleines Häuschen, das liegt in den Hügeln, oberhalb der Bucht von Saint-Tropez. Ja, wo könnte eine Familie besser entspannen? Ich lebe allein. Das heißt nicht ganz. Sie heißt Chloe, hat lange braune Haare, ist treu und ergeben und kommt von der grünen Insel. Eine Richsetter-Hundedame. Du hast noch immer das gleiche Lachen. Ach, Erika. Warum bist du damals nicht mit mir nach Frankreich gekommen? Tja, das Schicksal hat es nicht gewollt. Du hast mir das Herz gebrochen, als du nicht auf meinen Brief reagiert hast. Verzeihen Sie, Monsieur. Ja, aber Pierre. Ja, Pierre. Erika hat den Brief nie erhalten. Wieso? Ich habe ihn doch bei Ihnen für Sie abgegeben. Er ging leider verloren. Aber du hättest doch noch mal schreiben können. Ah, no. Ich getraute mich nicht. Ich dachte, das mit dem Durchbrennen, das hatte ich, Verprellt. Oder so. Umso schöner, dass ihr euch jetzt wieder getroffen habt. Das müssen wir feiern. Darf ich dich heute entführen? Zum Essen. Sehr gern. Nur... Inge hat mich ins Musical eingeladen und davor wollen wir noch ins Restaurant gehen. Lässt sich das nicht verschieben? Leider nein. Schade. Wisst ihr was? Ich schenke euch meine Musical-Karte. Macht euch einen schönen Abend in Hamburg. Oh, no. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Nein, das würde mich wirklich sehr freuen. Nun denn, wenn Erika nichts dagegen hat? Es wäre mir ein Vergnügen. Wollen wir? Dann können wir vorher noch durch die Stadt bummeln. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Madame, danke. Danke. Ich danke dir auch. Schon ganz hinüber. Ich verstehe das nicht. Der Winkel vom Bogenmaß und Achsendrehung ist mir eigentlich völlig klar. Seit wann braucht man zum Autofahren Physikstudium? Naja, beschleunigen, bremsen, alles eine Frage von Vektoren und Kräftespiel. Alles eine Frage des Alters. Meinst du, ich bin zu alt? Nein, ich rede von einer ausgeleierten Kupplung. Du machst deine Sache schon ganz gut. Naja.
Ich bin eben fürs Autofahren nicht gemacht, deshalb habe ich ja auch aufgehört. Hey, in deinem Beruf bist du ein Genie und jetzt kneifst du vorm Alltag? Na, ich gebe zu, es gibt alltagstauglichere Kerle als mich. Ich könnte dir ja einen Handwerkerkurs zum Geburtstag schenken. Eins nach dem anderen. Lass uns erst mal beim Autofahren bleiben. Jetzt brauche ich erst mal eine Pause mit meiner Frau. Komm, steig ein. Hm. Unser Kultur- und Schüleraustausch mit Sundsvall nimmt langsam Formen an. Wir haben schon ein engagiertes Programm auf die Beine gestellt. Ist die Finanzierung mit den Schweden schon geklärt? Ich bekomme die Verträge heute zugeschickt. Vielleicht könntest du noch mal einen Blick drauf werfen. Unsere Rechtsabteilung ist etwas überlastet. Jurist bei der öffentlichen Hand müsste man sein. kein Problem. Bring mir die Unterlagen einfach vorbei. Gut. Wie wär's mal wieder mit einer Doppelkopfrunde? Ja, klar. Bin ich dabei. Wann denn? Ja, heute Abend. Und morgen? Sagt der Verkehrsausschuss. Übermorgen? Der Wirtschaftsausschuss. Warum denn nicht heute Abend? Da tagt meine Frau mit mir. Oh, Carla wird doch für sicher Verständnis haben für eine gepflegte Männerrunde. Ja, mit dem Verständnis ist es gerade nicht so weit her. Wir hatten eine ziemlich heftige Auseinandersetzung. Oh, worüber? Ehrlichkeit, Vertrauen. Sie hat mir lange etwas verschwiegen und ich finde, sie hätte mit mir reden müssen. Und jetzt fühlst du dich hintergangen? Sie hat inzwischen eingesehen, dass ihr Verhalten mich ziemlich verletzt hat. Mein Mann weiß eigentlich, dass er mit seiner Reaktion ein bisschen übertrieben hat. Ich finde die Idee für sie zu kochen eine sehr schöne Entschuldigungsgeste. Wir hatten uns eigentlich schon wieder vertragen, aber so ein bisschen sauer war ich doch noch. Ja, das kann ich verstehen. Seine Argumentation hinkt. Ja, allerdings. Ich meine, bei ihm als Anwalt gibt es doch ständig Dinge, über die er mit mir nicht reden kann. Und wenn ich mal ein Geheimnis bewahren muss, dann führt das gleich zur Ehekrise? Vielleicht ist ihm da einfach sein Ego dazwischen gekommen. Dabei sollte man doch meinen, ich bin vertrauenswürdig, weil ich meinen Mund halten kann. Vergessen Sie den Streit. Mhm. Freuen Sie sich lieber auf Ihr Versöhnungsessen. Das werde ich. Torben gibt sich dabei immer sehr viel Mühe. Danke. So. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen friedvollen Abend und guten Appetit. Ist das ein Film über den brasilianischen Regenwald? Ja, eine Doku. Dafür interessiere ich mich ja immer sehr. Bei Dokus kann ich sogar manchmal Inspiration für neue Rezepte finden. Wussten Sie, dass die Indios täglich 500 Pflanzen verwenden? Für Essen, für Medizin, für den Hausbau? Wirklich? Mhm. Könnte ich mir den Film bei Gelegenheit mal ausleihen? Ja, natürlich. Wir könnten den auch einfach mal zusammen gucken. Das ist doch eine gute Idee. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Ja, gerne. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. So, Kaspar schläft. Ich muss noch mal in die Klinik. Bis später. Bis nach... Ups. Ja? Herr Militza, schön von Ihnen zu hören. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Nein, tut mir leid, ich arbeite nicht mehr in der PR-Branche. Und heute Abend? Kino oder abhängen? Ich esse mit meinen Eltern, aber du kannst bestimmt mitkommen. Hm. Hallo, Merle. Hey. Ich wollte Kräuter holen für Carlas. Was ist? Sind die Kräuter aus? Nein. Ich freue mich nur, dass meine Azubine wieder lacht. Wir haben uns vertragen. Das habt ihr gut gemacht. Dill, Estragon, Koriander. Liebstöcke habe ich erst gegen Abend. Alles andere habe ich da. Den brauchen wir aber unbedingt im Carlas. Wäre das vielleicht okay, wenn er da heute Abend eine Sonderlieferung macht? Ich denke, das lässt sich einrichten. Okay, ich bin gegen Abend wieder da. Tschüss. Tschüss. Findest du nicht, dass du dich entschuldigen solltest? Komm, lass. Nee, er hat dich angemacht, weil ich mit ihm Streit habe. Das finde ich nicht okay. Henry hat absolut recht. Das war unfair. Können wir die Sache vergessen? Ich hole die Kräuter. Ich auch. Das ist so schwer.
Herein. Ich wollte dich nur kurz fragen, ob du heute Abend... Ist die Bedeutung von Reiseportalen für Buchungsentscheidungen während der letzten Jahre immens gestiegen? Also diese Information dürfte dir als Hotelier längst bekannt sein. Ja, natürlich. Aber ich frage mich, wozu ich teure Hochglanzprospekte drucken lasse. Diese Studie ist ernüchternd. Eine Untersuchung zur Nutzung von Online-Portalen, die besonders bei jüngeren Kunden sehr gut ankommt. Dann gehöre ich zu den Jüngeren. Ach. Ja, ich recherchiere immer im Netz, bevor ich ein neues Restaurant oder Hotel ausprobiere. Aber User-Einträge sind mit Vorsicht zu genießen. Die Nörgler und Meckerer können sich da ordentlich austoben. Stimmt, aber wenn die Fotos der Gäste und der Homepage stark voneinander abweichen, dann gibt einem das schon zu denken. Beim Reiseveranstalter sieht es aus wie im Paradies. Und bei den Gästen wie in einer Bruchbude. Ja, und deshalb sind solche Seiten wichtig, um diese schwarzen Schafe zu überführen. Zum Glück hält er das Dreikönige, was es verspricht. Ja, deshalb sind die auch zweimal nacheinander Sieger beim Hotelvergleich der Private Five-Star Places geworden. Was ist das für eine Seite? Ein Reiseportal, das jedes Jahr das beste eigentümergeführte Hotel Norddeutschlands kürt. Bleibt doch sitzen. Ach so, ja. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das auch dieses Jahr wieder klappt. Ich meine, große Konkurrenz gibt es ja nicht. Oder macht euch da irgendjemand den Platz streitig? Holger Mielitzer vielleicht? Ach, der letztes Jahr den Ascania-Park gekauft hat. Dem gehört auch das Schlosshotel in Celle. Ja, ich erinnere mich, ich war mit dem Bürgermeister von Hannover dort. Das war schon sehr überzeugend. Mielitz hat in den letzten Jahren enorm viel in das Erbe seiner Eltern investiert. Du bist doch keine Konkurrenz für das Dreikönige. Warum nicht? Na ja, hanseatische Tradition, Lage, Service. Nicht zuletzt das Carlas. Also da kann Celle mit Sicherheit nicht mithalten. Das sehe ich auch so. Aber sicher sein kann man sich nie. Doppelkopf. Heute Abend. Ich bin froh, dass Sie sich wieder mit Ada vertragen haben. Trotzdem werde ich sie bald verlieren. Ich kann mir ein Leben ohne Ada gar nicht mehr vorstellen. Das verstehe ich gut. Alles wird mich an Sie erinnern hier. Die Gärtnerei, die WG, der Kiosk. Ada hat es da leichter. Kann woanders ganz neu anfangen. Oh, das würde ich nicht unbedingt sagen. Die Frankes lassen auch vieles zurück. Menschen, die ihnen viel bedeuten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Beruf, Familie, alles aufgeben. Ach, ich pfeife auf meine Familie. Mein Vater ist kriminell, mit meinem Bruder habe ich mich verkracht. Höchstens um Kasper wird es mir leid tun, ja. Und um Ihre Lehrstelle, nehme ich an. Ach, das ist mir eher wichtiger. Kochen kann ich überall. Wie meinen Sie das? Egal. Ich muss wieder rein, sonst kriege ich Ärger mit Ihrer Chefin. Nein, meiner Chefin. Also. Unglaublich. Dieser moderne Klotz erinnert gar nicht mehr an die Schule von damals. Aber das Haus meiner Gasteltern, das erkenne ich noch wieder. Die Köhlers waren wirklich reizende Leute und der Sohn auch. Weißt du, ob Franz noch in Lüneburg lebt? Nein, nein, der ist nach München gezogen, arbeitet als Journalist. Schau mal, Erika. Ein Plan von der Altstadt von Lüneburg. Ja, hier, die Johanneskirche, das alte Rathaus mit der Gerichtslaube und da der Stintfang. Ach, Lüneburg ist ein so charmantes Städtchen. Ja. Schön, dass man die alten Häuser nie abgerissen hat. Ja, das haben wir alles dem Kreis um Kurt Pomp zu verdanken. Wer ist das? Ein Bildhauer und Restaurator, der sich schon seit den 70ern um den Erhalt der Bausubstanz kümmert. Sag mal, die alte Eisdiele. Das Valentinus. Gibt es das noch? Ja, da gibt es immer noch das beste Eis der Stadt. Aber natürlich nicht mehr für 10 Pfennig. Da haben wir uns immer verabredet. Ich war so aufgeregt, dass ich das Eis gar nicht herunterbekommen habe, das du mir spendiert hast. Und ich war froh, dass es Stühle gab. Ich hatte immer weiche Knie, sobald du aufgetaucht bist. Das war so schön. Meinst du, wir könnten das Essen vor der Vorstellung noch absage? Warum? Der Blick vom Theaterrestaurant auf den Hafen ist beeindruckend. Mir ist aber trotzdem mehr nach Eis. Na los, komm. Einmal Liebstöcke,
Hey. Ja. Danke, dass du dich vorhin bei deinem Bruder für mich stark gemacht hast. Naja, die Entschuldigung war ja wohl fällig. Auch wenn es nicht wirklich ehrlich klang. Er kann deiner Mutter einfach nicht verzeihen, dass sie damals gegen unseren Vater ausgesagt hat. Vielleicht kann er loslassen, wenn wir weg sind. Ich fürchte, dann tobt er noch mehr. Wieso? Weil ich dann auch nicht mehr in Lüneburg bin. Wo willst du denn hin? Zurück nach Berlin? Ich lass dich nicht allein. Wir fangen zusammen woanders neu an. Du kommst mit in den Zeugenschutz? Ach, Volker Carstens. Schön, Sie wiederzusehen. Herr Militzer, ebenso. Eine Weile her. Ja, bitte. Danke. Ich habe mich schon gewundert, dass Sie Ihr Consulting-Büro in Berlin aufgegeben haben. Ach. Und wo waren Sie denn? Beim Sportwagen-Cup an der Lausitz. Hallo, die ein Espresso für mich. Okay, und für Sie? Kaffee bitte. Kommt sofort. Naja, neue Stadt, neue Frau, neues Leben, nicht wahr? Ich bin jetzt stolzer Familienvater. Glückwunsch. Ich hoffe, da bleibt noch ein bisschen Zeit für einen lukrativen Auftrag. Kommt darauf an. Worum geht es denn? In ein paar Tagen verleiht das Online-Portal Private Five Star Places den Preis für das beste eigentümergeführte Hotel Norddeutschlands. Ich würde gerne, aber ich kenne mich nicht wirklich aus in der Tourismusbranche. Ja, aber Sie haben doch nach wie vor gute Kontakte zu den Medien. Ja, schon. Ich möchte, dass Sie mein Schlosshotel in Celle ein wenig promoten. Damit es den ersten Platz macht. Ach, der ist mir schon so gut wie sicher. Nein, nein, ich möchte, dass Sie die Presse zu meiner Rede anlässlich der Ehrung einladen. Ins Schlosshotel nach Celle? Nein, hierher. Ins Dreikönige. Ins Haus meines Konkurrenten. In die Höhle des Löwen. Das? Ja, kleiner Scherz unter Gegnern. Was meinen Sie, wie Flickenschön sich ärgert? Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Was macht Sie so sicher, dass Sie gewinnen? Flickenschild setzt auf Service und Tradition. Mhm. Das Konzept hat sich bewährt. Ist aber überholt. Aber es kommt gut an. Bei den älteren Gästen schon, aber die Jungen, die wollen Innovation, Sport, Events, Erlebnisgastronomie. Ja, und das alles bieten Sie? Wissen Sie, was ich für ein Vermögen investiert habe in mein Schlosshotel? Und es hat sich gelohnt. Die Resonanz bei Kunden und Medien ist überragend. Gratuliere. Und? Was ist? Übernehmen Sie den Auftrag? Ich arbeite eigentlich nicht mehr als PR-Berater. Ach, kommen Sie. Kleine Nebentätigkeit. Sie nennen den Preis, ich zahle das Doppelte. Mmh. Kürbis. Süßkartoffel. Ah, sehr gut. Kardamom und Kokosmilch und... Ja, weiter. Mango. Aber nur eine Spur. Aber Mango hat so ein spezielles Aroma, das schmeckt man einfach überall raus. Das stimmt. Dafür konnte ich dich aber mit den Süßkartoffeln aufs Glatteis führen. Also, wenn es mal mit deiner Kanzlei nicht mehr läuft, dann würde ich dir eine Stelle als Hilfskoch anbieten. Ich kann dich beruhigen, die Kanzlei läuft bestens. Ich habe sogar schon einen neuen Mandanten. Holger Militzer. Ah, das ist der Hotelier aus Celle, ne? Ja. Der hat doch auch den Ascania-Park gekauft. Er und Gunther konkurrieren gerade um den ersten Platz bei Private Five-Star Places. Aber mit dem Carlas liegt Gunther natürlich vorn. Ja, aber er hat Steffen Renn engagiert und der war schon zweimal Koch des Jahres. Ja, aber nur weil du dich aus der Sterneküche zurückgezogen hast. Gegen dich hat er natürlich keine Chance. Vielen Dank für das Versöhnungsessen. Danke, dass du es eingesehen hast. Was? Naja, dass es besser gewesen wäre, ehrlich zu mir zu sein.
wie du glaubst. Etwa nicht? Nein. Aber? Ich dachte, du hast eingesehen, dass du mit deinen Vorwürfen daneben liegst. Du hast mich über Monate belogen. Ja, aber nur um das Leben einer Freundin nicht zu gefährden. Was ist daran falsch? Das meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Ist dir klar, was das bedeutet? Alles aufgeben, eine neue Identität annehmen. Ich war ganz durch den Wind, als ich erfahren habe, was mir da bevorsteht. Ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Ich halte das aus, solange wir zusammen sein können. Aber eins musst du vorher klären. Den Streit mit deinem Bruder. Nach allem, was er deiner Familie angetan hat, nein. Henry, bitte. Was er getan hat, kann ich ihm nicht verzeihen, Ella. Du wirst ihn nie wiedersehen. Ja, ist doch besser so. Jetzt bist du sauer auf ihn. Aber was ist in ein oder zwei Jahren? Vertrag dich mit ihm. Sonst hängt dir das ewig nach. Wenn schon nicht für dich, dann tu's doch für uns. Damit wir zusammen neu anfangen können, ohne irgendwas zu bereuen. Ah, Herr Mielitzer. Was führst du hier? Spionieren Sie mein Hotel aus? Verdammt. Bedauerlich. Ja, dass Sie aus der Golfgilde in Niedersachsen ausgestiegen sind. Jetzt müssen meine Gäste auf die Benutzung des Askania-Platzes verzichten. Bedauerlich. Aber ich brauchte ein Alleinstellungsmerkmal für mein neues Hotel. Ich hoffe, der Golfplatz lässt sich trotzdem kostendeckend betreiben. Nun, ich werde schon nicht pleite gehen. Oh, das wäre schade. Besonders um das Schlosshotel Celle. Allerdings. Ein neuer Spa-Bereich, Reitstall, ein angesehener Sternekoch. Ja, mächtig investiert. Und es hat sich gelohnt. Unsere Auslastung liegt bei 99%. Gut für Sie. Haben Sie keine Angst vor der Konkurrenz? Belebtes Geschäft. Bleiben Sie auch so cool, wenn Sie die gewohnte Pole-Position hergeben müssen? Sie meinen wegen der anstehenden Wahl zum besten Eigentümer geführten Hotel Norddeutschlands? Ich rechne mir Chancen aus. Von 7 auf 1. Halten Sie das für unmöglich? Eher unwahrscheinlich. Wie wär's mit einer kleinen Wette? Kiste Champagner? Oder zweifeln Sie insgeheim doch an Ihrem Sieg? Chateau Bleu, Prestige Grand Cru 2006. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Und ich dachte, Noras Worte hätten dir zu denken gegeben. Haben sie auch. Ich weiß, in welcher Gefahr deine Freundin steckt. Und worüber reden wir dann hier, hä? Darüber, dass ich im letzten halben Jahr nicht wusste, was in deinem Leben passiert. Und es ist kein schönes Gefühl. Tom, ich hab dich wirklich nicht gerne angelogen. Das hast du dir aber nicht anmerken lassen. Ja, und genau das weiß Frau Hellebaum vom LKA zu schätzen. Na schön, mit der bist du aber nicht verheiratet. Du sitzt auf einem ganz schön hohen Ross, hä? Was ist denn mit deinen Lügen? Bitte? Toni, hä? Du hast mir tagelang nichts von deinem Doppelgänger erzählt. Bei dir wusste ich monatelang nicht Bescheid. Das mit Toni war doch nur ein Scherz. Aber wo wir schon dabei sind, die Vergangenheit wieder aufzuwärmen. Du bist damals auf Korfu geblieben, weil dein Vater angeblich so schwer krank war. Und worum ging's wirklich? Um den Ausbau eures Väterimperiums. Ja, und du hast dich währenddessen an meine Sommelier herangemacht, hä? Oh. Du hast mich mit Rike Friedrichs betrogen, oder hast du das schon vergessen, weil es nicht zu deiner weißen Weste passt? Ja. Hat sich gut angefühlt, belogen und betrogen zu werden, oder? Willst du das etwa vergleichen? Lüge ist Lüge. Also wenn du das so siehst, ich geh ins Carlas. Hey, Thomas, was ist denn mit der Doppelkopfrunde? Ja, ich habe jetzt doch Zeit. Hey. Na, sieh mal einer an. Pünktlich zum Feierabend kreuzen Sie hier wieder auf. Tut mir leid, dass ich Sie hängen gelassen habe. Ist schon in Ordnung. Ich kann ja verstehen, dass Sie Zeit mit Henry verbringen wollen. Jetzt, wo Sie sich wieder versöhnt haben. Aber in Zukunft erwarte ich von Ihnen vollen Einsatz. Verstanden? Ja. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Hauen Sie lieber ab, bevor mir noch was einfällt.
hole meine Sachen. Alles klar. Wie spät, Dötchen? Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ui, guck mal, wer da ist. Was ist denn? Na? Hunger hat er. Hunger. Nimm's den mal. Kommst du mal her. So, ich hab seinen Brei schon fertig. Kleiner Mann, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Mir geht auch gerade einiges gegen den Strich. Hallo. Abend. Hallo, Frau Franke. Hallo, Frau von Lohn. Kann ich was für Sie tun? Nein, nein, danke. Ich wollte nur Ella abholen. Sie entschuldigen mich, ich muss den Kleinen verteilen. Ja, na klar. Edda, deine Mama ist da. Gibst du ihn mir? So, gibt's was Leckeres. Ja, komm mal her. Gibt's Papa, Papa. Und, wie geht's dem Kleinen? Danke. Er hat die Tage gut überstanden, als sein Vater im Gefängnis war. Henry, was gibt's? Mama. Ella, was machst du denn hier? Ich wollte dich abholen. Bist du fertig? Ja. Tschüss, Frau van Loon. Bis morgen. Und, wie war dein Tag? Das erzähle ich dir nachher beim Essen, wenn Henry da ist. Oh. Du arbeitest also immer noch als Blumenverkäuferin. Leidenschaftlich. Ich bin auch im Bereich Gartengestaltung tätig. Ich stelle in meiner Firma Gartenmöbel her. Leider habe ich keinen geeigneten Nachfolger gefunden, sonst wäre ich längst im Ruhestand. Ich könnte auch schon in Rente sein. Aber die Arbeit macht mir Spaß. Warum darauf verzichten? Hoppala. Ich meine, hast du keine Familie? Was ist mit Kindern? Irgendwie habe ich den richtigen Moment verpasst. Oder den richtigen Mann. Das ging mir genauso. Da haben wir einiges gemeinsam. Erika, Sie sehen aber flott aus. Ja, wir wollen noch ausgehen. Und Sie? Kartenrunde bei Herrn Lichtenhagen. Ja, eigentlich ist es schon zu spät. Wie spät ist es denn? 19:30. Ei, da verpassen wir das Musical in Hamburg. Oh, das tut mir leid. Ich habe auch nicht auf die Zeit geachtet. Ich amüsiere mich auch so köstlich. Aber was sage ich Inge? Wird sie sauer sein? Garantiert. Zumal, dass die zweiten Karten sind, die verfallen. Oh, ich habe die Herren noch gar nicht vorgestellt. Das ist Hannes Lüder, Pierre Durand, ein Jugendfreund. Enchanté. Angenehm. Hannes Lüder? Mhm. Von den Rainy Birds? Ganz recht. Woher kennst du die Rainy Birds? Petite Fleur, erinnerst du dich nicht mehr? Nach dem Konzert von den Birds haben wir uns das erste Mal geküsst. Bitte sehr. Ja, hey, da bin ich. Soll ich? Ja? Ja, bitte. Ich habe nachgedacht. Volker, du bist nicht Stefan und auch nicht für das verantwortlich, was er getan hat. Du hast mich bisher noch nie im Stich gelassen. Ja, das stimmt. Und ich wollte dich auch diesmal nicht enttäuschen. Es ist nur so, manchmal sitzt man zwischen allen Stühlen. In diesem Fall zwischen zwei geliebten Menschen, zwischen dir und Vater. Stefan hat deine Loyalität nicht verdient. Wir sind Familie. Fühlt sich nicht wie Familie an. Ach so, bei den Frankes schon? Was Offenheit, Zusammenhalt und Vertrauen angeht, sind die uns weit voraus, ja. Ich weiß, dass wir keine Bilderbuchfamilie sind, aber wir Hartmanns halten zusammen. Wir heißen Carstens. Okay, lass uns nicht über Vater reden, bitte. Sondern über uns. Ich will mich nicht mehr mit dir streiten, das setzt mir zu. Mir auch. Dass ich mein Wort gebrochen habe, tut mir wahnsinnig leid und es passiert nie wieder.
Egal, was uns trennt, wir sind Brüder. Und wir bleiben es. Auf einen schönen Doppelkopfabend. Ja. Wo bleibt eigentlich Herr Lüder? Er wollte einen Holunderpunsch besorgen. Um Gottes Willen. Also, zum nächsten Doppelkopfabend spendiere ich eine Flasche Champagner. Oh, wie kommen wir denn zu der Ehre? Holger Mielitzer wollte mit mir wetten, dass sein Schlosshotel zum besten Hotel im Norden gekürt wird. Der hat heute bei mir im Büro angerufen, wollte einen Termin. Kennst du den gut? Nicht wirklich, nur aus den Sitzungen der Ancient Listed Hotels. Also sein Schlosshotel gehört seit 3 Jahren dazu. Reichst du mal die Dinger rüber? Jetzt gehört ihm auch noch der Ascania Park. Woher hat er denn so viel Kapital? Herr Mielitzer hat sein Geld mit Casino-Hotels in Südostasien gemacht. Und sein Sohn Patrick ist Empfangschef im Ascania Park, oder? Du kennst ihn? Ja, ich habe ihn kennengelernt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da finden jetzt einige Veränderungen statt. Ach was? Ja, wir brauchen einen neuen Leiter, weil Wirtz in Pension geht. Und es ist eine Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Planung. Und welche Rolle spielt dabei Mielitzer Junior? Keine. Er ist nur leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Das habe ich schon nach den ersten 2 Sätzen gemerkt. Also Ehrgeiz und Fleiß gehören offensichtlich zu dieser Familie. Hoffentlich ist Herr Mielitzer nicht allzu erfolgreich. Wäre schade und mit Champagner. Ja. Herr Lieder, kommen Sie rein. Oh, guten Abend, die Herren. Ich hoffe, Sie haben sich warm angezogen. Bitte. Ich werde nämlich gewinnen. Ja. Holunderpunsch ohne Alkohol, na Gott sei Dank. Also Udo landet gegen Mitternacht in Costa Rica, dann schläft er in einem Hotel und Matthias holt ihn dann am nächsten Morgen ab. Ich bin ja mal sehr gespannt, was er über den Lehrgang erzählt. Ach, Erika, was machst du denn hier? Bist du nicht in Hamburg? Oh, ja, nein. Also, das war so. Ja. Wir waren mit meinem Wagen bereits auf der Autobahn, da kam da dieser Riesenstau. Ach, ein Unfall. Vollsperrung. Ja, stundenlang. Wir hätten es niemals mehr geschafft und mussten sogar noch umkehren. Ach, schade um die schönen Karten. Bist du jetzt sauer? Nein, natürlich nicht. Höhere Gewalt. Hauptsache, ihr hattet Spaß. Ja, Madame, wie, das hatten wir. Nicht wahr? Ja. Darf ich die Damen vielleicht zu einem Glas Champagner einladen? Ach, das ist sehr nett. Aber ich habe Frau da Silva ein Essen versprochen. Weil ich ihr ein hübsches Nachtschränkchen überlassen habe. Och, dann lassen Sie es sich schmecken. Danke. Viel Vergnügen noch. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich konnte doch nicht zulassen, dass ihr meinetwegen Streit bekommt. Oh la la. Sehr charmant. Und Erika strahlt wie ein Backfisch. Sie wollen mit uns ins Zeugenschutzprogramm? Ich kann und will mich nicht von Ella trennen. Was ist? Seid ihr dagegen? Nein, überhaupt nicht. Haben Sie sich das genau überlegt? Mir ist klar, dass ich alles hinter mir lassen muss, ja. Was ist mit Ihrer Familie? Werden Sie die nicht vermissen? Meinen kleinen Neffen schon. Und Ihren Bruder? Mit Volk habe ich mich ausgesprochen. Und damit ist es auch gut. Ich habe ihm natürlich nichts von meinen Plänen erzählt oder von ihren. Und dabei bleibt es auch, das schwöre ich. Sie werden ihn nie wiedersehen. Auf Volker kann ich verzichten. Aber nicht auf Edda. Wenn es also okay ist und Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mit Ihnen in ein neues Leben starten. Wir freuen uns. Für Sie und Edda. Irgendwas riecht hier komisch. Mein Eintopf. Oh Mist, angebrannt. Ah, lassen Sie mich mal. Vielleicht kann ich Sie noch retten, ja. Okay. Dann versuche ich mal, Frau Hellebaum zu erreichen und mich zu erkundigen, ob es überhaupt noch einen Platz gibt im Zeugenschutz. Warum denn nicht? Hat bei Papa doch auch geklappt. Ella musste ihr Leben lang auf ihren Vater verzichten. Ach, und jetzt auf Henry. Meinetwegen. Nee, das bringe ich nicht übers Herz, Carla.
Was sagt Frau Hellebaum vom LKA dazu? Die konnte ich noch gar nicht erreichen. Und was sagt Volker Carstens dazu? Der darf nichts davon erfahren. Hilfe. Der kapiert doch sofort, warum sein kleiner Bruder abtaucht. Oh, er wird mich hassen. Das tut er sowieso, weil du seinen Vater ja angeblich unschuldig ins Gefängnis gebracht hast. Mhm. Ich bin ihm vorhin begegnet. Wenn Blicke töten können. Wie geht's dir eigentlich damit, seinen kleinen Bruder in deine Familie aufzunehmen? Volker und Henry sind für mich zwar völlig unterschiedliche Menschen. Ich werde sie auch in Zukunft nicht in einen Topf werfen. Das hat Henry nicht verdient. Ich fasse es nicht. Meine beste Freundin taucht ab und nimmt meinen besten Lehrling gleich mit. Wenn du uns nicht verlieren willst, dann tauch doch einfach mit ab. Ich könnte Torben zwar gerade zum Teufel jagen, aber ich kann nicht ohne ihn. Tja, das Geheimnis einer langjährigen Ehe. Man kann nicht mit und nicht ohne einander. Ich wünsche dir und Arthur in der Zukunft wirklich viel Glück. Ohne Streit und Stress. Na, werden wir sehen. Entschuldige. Edda schreibt, wir brauchen noch Lauch. Ah, kommt sofort. Danke. Danke, dass ich deine Speisekammer plündern durfte. Nur mit Knäckebrot? Wir sind Familienessen doch ein bisschen kümmerlich. Ja, lass nichts anbrennen. Und reicht dir? Na klar. Hab doch Henry an meiner Seite, da kann nichts passieren. Hm? Oh. Hallo, Frau Franke. Frau Dassel, guten Tag. Danke. Ich habe die DVD dabei. Ah, perfekt. Wie schön, dass das so spontan geklappt hat. Nichts geht doch über einen gemütlichen Frauenabend. Absolut. Also, gehen wir zu mir. Das Kamerateam hat übrigens wirklich ein ganzes Jahr bei den Janomamis gelebt. Ich hab doch gesagt, ich gewinne. Die nächste Runde. Ich bin dran. Bitte, sehr großzügig von Ihrer Frau, dass sie uns die Wohnung für unsere Kartenrunde überlässt. Hm? Wo steckt Carla eigentlich? Na, wo soll sie sein? Im Carlas. Beim Arbeiten natürlich. Oh. Was ist denn hier los? Oh, du wusstest nichts von unserem Doppelkopfabend? Eigentlich wollten Frau da Silva und ich uns einen gemütlichen Abend machen, plus Film. Ja, eine Doku über Brasilien. Wenn Sie möchten, Sie können gerne alle mitgucken. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ja. Warum sagst du mir nicht, was du vorhast? Warum hast du mir nichts von eurem Filmabend erzählt? Naja, wieso frage ich überhaupt? Du erzählst mir sowieso nichts mehr. Wir schieben jetzt hier nicht den schwarzen Peter im Kreis. Also, was machen wir? Könnt ihr nicht in der WG gucken? Ich habe eine bessere Idee. Frau da Silva, mein Mann lädt uns zum Kino einen Sonntag-Cocktailabend. Was sagen Sie dazu? Super. Die Dokumentation können wir noch ein anderes Mal sehen. Das sehe ich genauso. Also. Auf einem Bein steht es sich nicht so gut. No. Gib nicht alles auf einmal aus. Dankeschön. Okay. Viel Spaß. Ich muss schon sagen, großzügige Männer können sehr sexy sein. Besten Dank für Ihren Vorschlag zum Hygiene-Controlling. Ich werde das bei der nächsten Vorstandssitzung ansprechen. Gern geschehen. Hey. Na? Was macht ihr zwei denn hier? Ach, Kaspar war so unruhig. Da haben wir beschlossen, noch mal loszufahren und dich abzuholen. Oh, das ist sehr lieb, aber es tut mir leid, ich kann jetzt nicht weg. Schon mal was für ein Feierabend gehört? Ja, wir hatten einen ziemlich anstrengenden Tag. Es ist sehr viel liegen geblieben. Und das muss ich jetzt aufarbeiten. Tut mir leid. Aber mach nicht zu lange, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Ach, Volker. Wie lief eigentlich dein Gespräch mit Henry? Versöhnlich, ohne Vorwürfe. Sieh mal einer an. Und du hast geglaubt, du hättest ihn verloren. Naja, Vater steht nach wie vor zwischen uns. Du musst akzeptieren, dass Henry eine andere Sicht auf die Geschehnisse hat, Volker. Du kannst ihn ja nicht zwingen, euren Vater zu lieben. Weißt du, für Henry sind Vater und ich die Bösen. Und Familie Franke würde am liebsten heilig sprechen. Auf Henry ist in den letzten Monaten viel eingestürmt. Gib ihm Zeit, das alles zu verdauen. Was mache ich, wenn er sich noch weiter von Vater und mir entfernt? Ja, das ist seine Freundin. Ja, und wer weiß, wie lange das noch ist. Du wirst immer sein Bruder bleiben. Genau dasselbe hat Henry auch gesagt. Na, siehst du. Also, bleib locker und gönn ihm sein Glück, okay? Dann wird sich euer Verhältnis schon wieder entspannen. Vielleicht hast du recht. Bis nachher. Tschüss.
Kriegen wir heute noch was zu essen? Ja, ich krieg ja auch langsam Hunger. Ja, mein Gott, der Eintopf ist fertig. Ja, Frau Hellebaum, mach ich. Vielen Dank, Wiederhören. Und, was hat das LKA gesagt? Sie sind nicht begeistert, dass Henry vom neuen Zeugenschutzprogramm weiß. Mhm. Wieso? Naja, als Sohn von Hartmann halten Sie ihn für einen Risikofaktor. Sie glauben, dass ich Sie an meinen Vater verraten könnte? Und ihn auf Ihre Spur bringen würde? Ja. Und deshalb verweigern Sie ihn leider die Aufnahme in den Zeugenschutz. Heißt das, ich sehe Henry nie wieder? Es sei denn, du entscheidest dich gegen das Zeugenschutzprogramm und bleibst hier in Lüneburg. Dann müsstest du allerdings den Kontakt zu deinem Vater und zu mir abbrechen. Sie verlangen, dass ich mich entscheide. Zwischen meinen Eltern und meinem Freund. Ja. Ach, Erika. Du hast noch immer die gleichen leuchtenden Augen, die so golden in der Sonne gestrahlt haben. Ist dein Lieferwagen in der Werkstatt? Der ist gerade für ein anderes Catering unterwegs. Warum? Nur weil du Torbens Auto benutzt. Glücklicherweise habe ich ihn letzte Woche gefragt. Heute will er es mir nicht rausrücken. Farbe des Wagens? Schwarz. Ja. Was? Auto geklaut. Sagen Sie mir bitte, dass das nicht wahr ist. Nein, ich komme sofort. Schlechte Nachrichten? Ja, ein Pärchen hat eine meiner Suiten ausgeräumt und ist abgehauen, ohne zu zahlen. Unschön. Können wir unser Gespräch später fortsetzen? Oui, c'est moi. Ich bin's, Pierre. Habe ich mich so verändert, dass du mich nicht mehr erkennst? Es ist immerhin 50 Jahre her. Die an dir scheinbar spurlos vorübergegangen sind. Nein, wirklich. Du bist noch genauso hübsch wie damals. Ich habe dich nie vergessen, ma petite Fleur. Warum hast du denn nicht gesagt, dass du kommst? Und wie hast du mich gefunden? Ach, ich war geschäftlich in Hannover, da habe ich deine Anzeige im Netz gesehen und da wollte ich dich überraschen. Das ist dir gelungen. Was für ein Zufall, dass du in der Nähe warst. Zufall oder Schicksal? Sie müssen Inge sein. Ja. Erikas große Schwester, nicht wahr? Ja. Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee vielleicht? Oh, da sage ich nicht nein. Das kann auf gar keinen Fall warten. Sehe ich genauso. Aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass... Siehste? Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben, insofern? Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was?
Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirsch. Zu Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker, ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen, aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist. Und umdrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker, lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Tut mir alles so leid. Hey, du kannst nicht ahnen, dass Volker von allein drauf gekommen ist, wer deine Mutter wirklich ist. Weißt du, mir tut es leid, dass er vor unserem Vater nicht die Klappe halten konnte und dass er dich in Gefahr gebracht hat. Ich bin so enttäuscht von ihm. Er ist mich richtig angegangen, weil ihr meinetwegen zerstritten seid. Wie, ernsthaft? Ja. Dem Typen ist echt nicht zu helfen. Egal, lass uns nicht weiter über meine Familie reden. Wir haben schon viel zu viel Zeit mit diesem Streit vergeudet. Ab jetzt möchte ich jede Minute mit dir genießen. Aber wie soll das gehen? Ich muss in der Gärtnerei arbeiten und du hier in der Küche. Lass uns blau machen. Deine Kollegen oder Frau van Loon merken das sofort. Nein, nach außen hin muss alles ganz normal aussehen. Dann müssen wir einen Weg finden, wie wir unauffällig Zeit miteinander verbringen können. Findest du nicht auch, dass die Küche Kräuternachschub gebrauchen könnte? Und? Sie müssen Inge sein. Ja. Erikas große Schwester, nicht wahr? Ja. Darf ich Ihnen was anbieten? Kaffee vielleicht? Oh, da sage ich nicht nein. Tut mir alles so leid. Hey, du kannst nicht ahnen, dass Volker von allein drauf gekommen ist, wer deine Mutter wirklich ist. Weißt du, mir tut es leid, dass er vor unserem Vater nicht die Klappe halten konnte und dass er dich in Gefahr gebracht hat. Ich bin so enttäuscht von ihm. Er ist mich richtig angegangen, weil ihr meinetwegen zerstritten seid. Wie, ernsthaft? Ja. Dem Typen ist echt nicht zu helfen. Egal, lass uns nicht weiter über meine Familie reden. Wir haben schon viel zu viel Zeit mit diesem Streit vergeudet. Ab jetzt möchte ich jede Minute mit dir genießen. Aber wie soll das gehen? Ich muss in der Gärtnerei arbeiten und du hier in der Küche. Lass uns blau machen. Deine Kollegen oder Frau van Loon merken das sofort. Nein, nach außen hin muss alles ganz normal aussehen. Dann müssen wir einen Weg finden, wie wir unauffällig Zeit miteinander verbringen können. Findest du nicht auch, dass die Küche Kräuternachschub gebrauchen könnte? Unbedingt. Das kann auf gar keinen Fall warten. Sehe ich genauso. Thank you.
So aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass du Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker, ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen, aber... Die Resonanz bei Kunden und Medien ist überragend. Gratuliere. Und? Was ist? Übernehmen Sie den Auftrag? Ich arbeite eigentlich nicht mehr als PR-Berater. Ach, kommen Sie. Kleine Nebentätigkeit. Sie nennen den Preis, ich zahle das Doppelte. Mmh. Kürbis. Süßkartoffel. Ah, sehr gut. Kardamom und Kokosmilch und... Ja, weiter. Mango. Aber nur eine Spur. Aber Mango hat so ein spezielles Aroma, das schmeckt man einfach überall raus. Das stimmt. Dafür konnte ich dich aber mit den Süßkartoffeln aufs Glatteis führen. Also, wenn es mal mit deiner Kanzlei nicht mehr läuft, dann würde ich dir eine Stelle als Hilfskoch anbieten. Ich kann dich beruhigen, die Kanzlei läuft bestens. Ich habe sogar schon einen neuen Mandanten, Holger Mielitzer. Ah, das ist der Hotelier aus Celle, ne? Ja. Der hat doch auch den Ascania-Park gekauft. Er und Gunther konkurrieren gerade um den ersten Platz bei Private Five-Star Places. Aber mit dem Carlas liegt Gunther natürlich vorn. Ja, aber er hat Steffen Renn engagiert und der war schon zweimal Koch des Jahres. Ja, aber nur weil du dich aus der Sterneküche zurückgezogen hast. Gegen dich hat er natürlich keine Chance. Vielen Dank für das Versöhnungsessen. Danke, dass du es eingesehen hast. Was? Naja, dass es besser gewesen wäre, ehrlich zu mir zu sein. Wie du glaubst. Etwa nicht? Nein. Aber? Ich dachte, du hast eingesehen, dass du mit deinen Vorwürfen daneben liegst. Du hast mich über Monate belogen. Ja, aber nur um das Leben einer Freundin nicht zu gefährden. Was ist daran falsch? Das meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Ist dir klar, was das bedeutet? Alles aufgeben, eine neue Identität annehmen. Ich war ganz durch den Wind, als ich erfahren habe, was mir da bevorsteht. Ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Ich halte das aus, solange wir zusammen sein können. Aber eins musst du vorher klären. Den Streit mit deinem Bruder. Nach allem, was er deiner Familie angetan hat, nein. Henry, bitte. Was er getan hat, kann ich ihm nicht verzeihen, Ella. Du wirst ihn nie wiedersehen. Ja, ist doch besser so. Jetzt bist du sauer auf ihn. Aber was ist in ein oder zwei Jahren? Vertrag dich mit ihm. Sonst hängt dir das ewig nach. Ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen, aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist und umdrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker, lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry? Und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben insofern?
Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschbäume. Das wäre schon schön. In einem Wohnzimmer mit einem offenen Kamin. Den haben wir uns schon vor 20 Jahren gewünscht. Ein bisschen freue ich mich ja schon auf ein neues Leben mit dir und Edda. Fragt sie nur, wen ich dann küsse. Heute Nora, das weiß ich. Aber morgen? Marianne, Jutta, Margot. Hauptsache, die nennen dich nicht Erich. Was ist, wenn doch? Schickst du mich dann nach Chile? Ja. Nicht mal, wenn sie dir den Namen Max Mustermann verpassen. Weiter geht's. Hey, halt. Ich hab noch nicht genug. Du drückst dich bloß vom Rückwärts einpacken. Das mach ich doch mit links. Verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen. Aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist. Und umdrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker. Lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben, insofern? Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschbäume. Das wäre schon schön. In einem Wohnzimmer mit einem offenen Kamin. Den haben wir uns schon vor 20 Jahren gewünscht. Ein bisschen freue ich mich ja schon auf ein neues Leben mit dir und Edda. Fragt sie nur, wen ich dann küsse. Heute Nora, das weiß ich. Aber morgen? Marianne, Jutta, Margot. Hauptsache, die nennen dich nicht Erich. Was ist, wenn doch? Schickst du mich dann nach Chile? Ja. Nicht mal, wenn sie dir den Namen Max Mustermann verpassen. Weiter geht's. Hey, halt. Ich hab noch nicht genug. Du drückst dich bloß vom Rückwärts einpacken. Das mach ich doch mit links. Zeig. So aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass...
bin schon froh. Oh. Siehst du? Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben, insofern? Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich ja in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschen. Zu Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker, ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen, aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist. Und obendrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker, lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. So leid. Hey, du kannst nicht ahnen, dass Volker von allein drauf gekommen ist, wer deine Mutter wirklich ist. Weißt du, mir tut es leid, dass er vor unserem Vater... Und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben, insofern? Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich ja in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschbäume. Das wäre schon schön. In einem Wohnzimmer mit einem offenen Kamin. Den haben wir uns schon vor 20 Jahren gewünscht. Ein bisschen freue ich mich ja schon auf ein neues Leben mit dir und Edda. Fragt sie nur, wen ich dann küsse. Heute Nora, das weiß ich. Aber morgen? Marianne. Jutta. Margot. Hauptsache, die nennen die nicht Erich. Was ist, wenn doch? Schickst du mich dann nach Chile?
Diego. Nicht mal, wenn sie dir den Namen Max Mustermann verpassen. Weiter geht's. Hey, halt. Ich hab noch nicht genug. Du drückst dich bloß vom Rückwärts einpacken. Das mach ich doch mit links. Zeig. Daisy. Los. Eigentlich lebe ich in Paris, also in einem Vorort. Aber die meiste Zeit bin ich in meinem Ferienhaus. Am Meer oder in den Bergen? Sowohl als auch. Mein kleines Häuschen, das liegt in den... Ja. Wo bleibt eigentlich Herr Lüder? Er wollte einen Holunderpunsch besorgen. Um Gottes Willen. Also, zum nächsten Doppelkopfabend spendiere ich eine Flasche Champagner. Oh, wie kommen wir denn zu der Ehre? Holger Mielitzer wollte mit mir wetten, dass sein Schlosshotel zum besten Hotel im Norden gekürt wird. Der hat heute bei mir im Büro angerufen, wollte einen Termin. Kennst du den gut? Nicht wirklich, nur aus den Sitzungen der Ancient Listed Hotels. Also sein Schlosshotel gehört seit 3 Jahren dazu. Reiß da mal die Dinger rüber. Jetzt gehört ihm auch noch der Ascania Park. Woher hat er denn so viel Kapital? Herr Mielitzer hat sein Geld mit Casino-Hotels in Südostasien gemacht. Und sein Sohn Patrick ist Empfangschef im Ascania Park, oder? Du kennst ihn? Ja, ich habe ihn kennengelernt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da finden jetzt einige Veränderungen statt. Ach was? Ja, wir brauchen einen neuen Leiter, weil Würz in Pension geht. Und es ist eine Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Planung. Und welche Rolle spielt dabei Mielitzer Junior? Keine. Er ist nur leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Das habe ich schon nach den ersten 2 Sätzen gemerkt. Also Ehrgeiz und Fleiß gehören offensichtlich zu dieser Familie. Hoffentlich ist Herr Mielitzer nicht allzu erfolgreich. Wäre schade und mit Champagner. Ja. Herr Lüder, kommen Sie rein. Hallo, guten Abend, die Herren. Ich hoffe, Sie haben sich warm angezogen. Bitte. Ich werde nämlich gewinnen. Ja. Holunderpunsch ohne Alkohol, na Gott sei Dank. Also Udo landet gegen Mitternacht in Costa Rica, dann schläft er in einem Hotel und Matthias holt ihn dann am nächsten Morgen ab. Ich bin ja mal sehr gespannt, was er über den Lehrgang erzählt. Ach, Erika, was machst du denn hier? Bist du nicht in Hamburg? Oh, ja, nein. Das war so. Ja. Wir waren mit meinem Wagen bereits auf der Autobahn, da kam da dieser Riesenstau. Ach, ein Unfall. Vollsperrung. Ja, stundenlang. Wir hätten es niemals mehr geschafft und mussten sogar noch umkehren. Ach, schade um die schönen Karten. Bist du jetzt sauer? Nein, natürlich nicht. Höhere Gewalt. Hauptsache, ihr hattet Spaß. Ja, Madame, wie, das hatten wir. Nicht wahr? Ja. Darf ich die Damen vielleicht zu einem Glas Champagner einladen? Ach, das ist sehr nett. Aber ich habe Frau da Silva ein Essen versprochen. Weil ich ihr ein hübsches Nachtschränkchen überlassen habe. Och, dann lassen Sie es sich schmecken. Danke. Viel Vergnügen noch. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich konnte doch nicht zulassen, dass ihr meinetwegen Streit bekommt. Ohlala. Sehr charmant. Und Erika strahlt wie ein Backfisch. Freuen Sie sich lieber auf Ihr Versöhnungsessen. Das werde ich. Torben gibt sich dabei immer sehr viel Mühe. Danke. So, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen friedvollen Abend und guten Appetit. Vielen Dank. Ist das ein Film über den brasilianischen Regenwald? Ja, eine Doku. Dafür interessiere ich mich ja immer sehr. Bei Dokus kann ich sogar manchmal Inspiration für neue Rezepte finden. Wussten Sie, dass die Indios täglich 500 Pflanzen verwenden für Essen, für Medizin, für den Hausbau? Wirklich? Mhm. Könnte ich mir den Film bei Gelegenheit mal ausleihen? Ja, natürlich. Wir könnten den auch einfach mal zusammen gucken. Das ist doch eine gute Idee. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Ja, gerne. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. So, Kaspar schläft. Ich muss noch mal in die Klinik. Bis später. Bis nach... Ups. Ja? Herr Mielitzer, schön von Ihnen zu hören. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Nein, tut mir leid, ich arbeite nicht mehr in der PR-Branche. Und heute Abend? Kino oder abhängen? Ich esse mit meinen Eltern, aber du kannst bestimmt mitkommen. Hm. Hallo, Merle. Hey. Ich wollte Kräuter holen für Scalas. Was ist?
Sind die Kräuter aus? Nein. Ich freue mich nur, dass meine Azubine wieder lacht. Nichts vertragen. Das habt ihr gut gemacht. Dill, Estragon, Koriander, Liebstöckel habe ich erst gegen Abend. Alles andere habe ich da. Den brauchen wir aber unbedingt im Carlas. Wäre das vielleicht okay, wenn Edda heute Abend eine Sonderlieferung macht? Ich denke, das lässt sich einrichten. Okay, ich bin gegen Abend wieder da. Tschüss. Tschüss. Findest du nicht, dass du dich entschuldigen solltest? Komm, lass. Nee, er hat dich angemacht, weil ich mit ihm Streit habe. Das finde ich nicht okay. Henry hat absolut recht. Das war unfair. Können wir die Sache vergessen? Ich hole die Kräuter. Ich auch. Das ist so schwer. Rein. Ich wollte dich nur kurz fragen, ob du heute Abend... Ist die Bedeutung von Reiseportalen für Buchungsentscheidungen während der letzten Jahre immens gestiegen? Also diese Information dürfte dir als Hotelier längst bekannt sein. Ja, natürlich. Aber ich frage mich, wozu ich teure Hochglanzprospekte drucken lasse. Diese Studie ist... So aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass du Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker... Ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen. Aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist. Und umdrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker. Lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry? Und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Gar nicht schlecht für einen Quereinsteiger, oder? Was? Ist alles heil geblieben, insofern? Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Hey, Finger weg! Das ist eine Erinnerung an einen Campingurlaub mit Edda. Da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Hm. Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie stellst du dir denn unser neues Leben eigentlich vor? Ja, du arbeitest in der Patentabteilung eines Konzerns und ich als Bibliothekarin. Ja, das weiß ich. Aber wie stellst du dir unser privates Leben vor? Ach so. Ja. Haus auf dem Land mit Garten, Apfelbäume, Kirschbäume. Das wäre schon schön. Mein Wohnzimmer mit einem offenen... Mein Mann weiß eigentlich, dass er mit seiner Reaktion ein bisschen übertrieben hat. Ich finde die Idee für Sie zu kochen eine sehr schöne Entschuldigungsgeste. Wir hatten uns eigentlich schon wieder vertragen, aber so ein bisschen sauer war ich doch noch. Ja, das kann ich verstehen. Seine Argumentation hinkt. Ja, allerdings. Ich meine, bei ihm als Anwalt gibt es doch ständig Dinge, über die er mit mir nicht reden kann.
Und wenn ich mal ein Geheimnis bewahren muss, dann führt das gleich zur Ehekrise? Vielleicht ist ihm da einfach sein Ego dazwischen gekommen. Dabei sollte man doch meinen, ich bin vertrauenswürdig, weil ich meinen Mund halten kann. Vergessen Sie den Streit. Mhm. Freuen Sie sich lieber auf Ihr Versöhnungsessen. Das werde ich. Torben gibt sich dabei immer sehr viel Mühe. Danke. So, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen friedvollen Abend und guten Appetit. Vielen Dank. Ist das ein Film über den brasilianischen Regenwald? Ja, eine Doku. Dafür interessiere ich mich ja immer sehr. Bei Dokus kann ich sogar manchmal Inspiration für neue Rezepte finden. Wussten Sie, dass die Indios täglich 500 Pflanzen verwenden für Essen, für Medizin, für den Hausbau? Wirklich? Mhm. Könnte ich mir den Film bei Gelegenheit mal ausleihen? Ja, natürlich. Wir könnten den auch einfach mal zusammen gucken. Das ist doch eine gute Idee. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Ja, gerne. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. So, Kaspar schläft. Ich muss noch mal in die Klinik. Bis später. Bis nach... Ups. Ja? Herr Militza, schön von Ihnen zu hören. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Nein, tut mir leid, ich arbeite nicht mehr in der PR-Branche. Und heute Abend? Kino oder abhängen? Ich esse mit meinen Eltern, aber du kannst bestimmt mitkommen. Hm. Hallo, Merle. Hey. Ich wollte Kräuter holen fürs Carlas. Was ist? Sind die Kräuter aus? Nein. Ich freue mich nur, dass meine Azubine wieder lacht. Nichts vertragen. Das habt ihr gut gemacht. Dill, Estragon, Koriander. Liebstöckel habe ich erst gegen Abend. Alles andere habe ich da. Den brauchen wir aber unbedingt im Carlas. Wäre das vielleicht okay, wenn er da heute Abend eine Sonderlieferung macht? Ich denke, das lässt sich einrichten. Okay, ich bin gegen Abend wieder da. Tschüss. Tschüss. Findest du nicht, dass du dich entschuldigen solltest? Komm, lass. Nee. Er hat dich angemacht, weil ich mit ihm Streit habe. Das finde ich nicht okay. Henry hat absolut recht. Das war unfair. Können wir die Sache vergessen? Ich hole die Kräuter. Ich auch. So aufgeregt habe ich Erika selten gesehen. Ist doch nicht zu fassen, oder? Sie hat ihren Pierre 1966 kennengelernt. Da war sie noch Lehrling in einem Blumenladen am Rathausmarkt. Zumindest kann man dir nicht vorwerfen, dass du Interesse heuchelst. Was? Ach, entschuldige, ich bin mit dem Kopf woanders. Mhm. Und ich weiß auch wo. Bei Familie Franke. Volker... Ich kann ja verstehen, dass es dir zusetzt, Frau Franke ständig über den Weg zu laufen. Aber lass doch Edda bitte aus dem Spiel. Das würde ich zu gerne. Leider hat sich mein kleiner Bruder in sie verliebt. Ja, weil sie eine wundervolle junge Frau ist. Und obendrein der beste Azubi, den ich je hatte. Im Ernst, Volker. Lass Edda in Ruhe und kümmere dich um das, was wirklich dein Problem ist. Und das wäre deiner Meinung nach? Du leidest unter dem Streit mit Henry? Und missbrauchst Edda als Blitzableiter. Nein, das ist Schwachsinn. Henry ist mein Bruder. Ich habe ihn quasi großgezogen. Eigentlich dürfte nichts und niemand zwischen uns kommen. Außer vielleicht seine Freundin, um die er Angst hatte und die er verteidigt? Das ist doch genau mein Punkt. Die Frankes alleine sind schuld daran, wenn ich Henry verliere. Und das darf ich nicht zulassen. Wenn man sich versöhnen will, dann findet man immer einen Weg. Vielleicht beginnst du einfach mal mit einer Entschuldigung. Siehst du?
Gar nicht schlecht für Quereinsteiger, oder? Boah, ist alles heil geblieben, insofern. Obwohl, das Ding hätte es durchaus verdient, im Müll zu landen. Finger weg! Das ist eine Erinnerung an Campingurlaub mit Edda, da war sie 8. Gab's da keine hübscheren Souvenirs als das? Was? Was wird das jetzt? Parklücke. Parklücke? Ja. Vielleicht habe ich ja in meinem neuen Leben eine Garage in meinem Haus und muss gar nicht gut einparken können. Ein ganzes Haus nur für uns? Du träumst. Wie steht's? Wenn schon nicht für dich, dann tust doch für uns. Damit wir zusammen neu anfangen können, ohne irgendwas zu bereuen. Militzer. Was führst du hier? Spionieren Sie mein Hotel aus? Ertappt. Bedauerlich. Ja, dass Sie aus der Golfgilde in Niedersachsen ausgestiegen sind. Jetzt müssen meine Gäste auf die Benutzung des Askania-Platzes verzichten. Bedauerlich. Aber ich brauchte ein Alleinstellungsmerkmal für mein neues Hotel. Ich hoffe, der Golfplatz lässt sich trotzdem kostendeckend betreiben. Nun, ich werde schon nicht pleite gehen. Oh, das wäre schade. Besonders um das Schlosshotel Celle. Allerdings. Ein neuer Spa-Bereich, Reitstall, ein angesehener Sternekoch. Ja, mächtig investiert. Und es hat sich gelohnt. Unsere Auslastung liegt bei 99%. Gut für Sie. Haben Sie keine Angst vor der Konkurrenz? Belebtes Geschäft. Bleiben Sie auch so cool, wenn Sie die gewohnte Pole-Position hergeben müssen? Sie meinen wegen der anstehenden Wahl zum besten Eigentümer geführten Hotel Norddeutschlands? Ich rechne mir Chancen aus. Von 7 auf 1. Halten Sie das für unmöglich? Eher unwahrscheinlich. Wie wär's mit einer kleinen Wette? Kiste Champagner? Oder zweifeln Sie insgeheim doch an Ihrem Sieg? Chateau Bleu, Prestige Grand Cru 2006. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Und ich dachte, Noras Worte hätten dir zu denken gegeben. Haben sie auch. Ich weiß, in welcher Gefahr deine Freundin steckt. Und worüber reden wir dann hier, hä? Darüber, dass ich im letzten halben Jahr nicht wusste, was in deinem Leben passiert. Und es ist kein schönes Gefühl. Torben, ich hab dich wirklich nicht gerne angelogen. Das hast du dir aber nicht anmerken lassen. Ja, und genau das weiß Frau Hellebaum vom LKA zu schätzen. Na schön, mit der bist du aber nicht verheiratet. Du sitzt auf einem ganz schön rohen Ross, hä? Was ist denn mit deinen Lügen? Bitte? Toni? Hä? Du hast mir tagelang nichts von deinem Doppelgänger erzählt. Bei dir wusste ich monatelang nicht Bescheid. Das mit Toni war doch nur ein Scherz. Aber wo wir schon dabei sind, die Vergangenheit wieder aufzuwärmen. Du bist damals auf Korfu geblieben, weil dein Vater angeblich so schwer krank war. Und worum ging's wirklich? Um den Ausbau eures Väterimperiums. Ja, und du hast dich währenddessen an meine Sommelier herangemacht, hä? Du hast mich mit Rike Friedrichs betrogen, oder hast du das schon vergessen, weil es nicht zu deiner weißen Weste passt? Ja. Hat sich gut angefühlt, belogen und betrogen zu werden, oder? Willst du das etwa vergleichen? Lüge ist Lüge. Also wenn du das so siehst, ich geh ins Kalas.